Tag, hallo, ich begrüße euch jetzt hier zu einer weiteren Folge von Rogue State Revolution. Ach, guck die Videobeschreibung. Ne, beziehungsweise in den Titel. Jetzt musste ich ja mal ein bisschen spontaner aufhören. War halt einfach so. Passiert mal. Warte, wo beschwerst du dich? Okay, die Strecke ist ein bisschen katastrophal. Das kostet mich Wählerstimmen. Wenn das so bleibt. Und du. Oxid, ne? Das haben wir wegen dem eingestellt, ne? Das haben wir aber... Ja, okay, das haben wir noch nicht gemacht, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir haben ein paar Eumel. Dass wir uns kurz dann doch um diese Geschichte... Obwohl, Moment, ich glaube, ich habe die abgegradet letztes Mal, ne? Ja, wollten wir uns noch angucken, alles klar. Unfallversicherung, ne? Haben wir alles noch fertig? Wunderbärchen. Export ist klar. Rechtsseitigkeit auf 3 wird schwierig. Gesamtzufriedenheit Saba und Romani. Romani ist das da unten. Das hier Liberale, das werde ich nicht hinbekommen. Und Saba, die Gesamtzufriedenheit. Das könnte funktionieren. Dafür würde ich gerne. Gut, das Ding jetzt haben wir schon gebaut. Wir brauchen eigentlich die Militärbasis mal. Aber auch das religiöse Versammlungszentrum. Naja, solange wir noch keinen Gegner gefunden haben, nenne ich es jetzt mal, kann ich das auch noch sein lassen. Muss auf Grasland oder Wüste platziert werden. Ja gut, dann... Obwohl, du hast nicht mehr so viel Bevölkerung hier, ne, die ich beeinflussen könnte. Ja, trotzdem, mach mal einfach. Da können wir nämlich versuchen, vernünftiges Diskret irgendwann zu bekommen. Okay, der Geheimdienst offiziell läuft. Die Leute demonstrieren auf der Straße, nachdem ein lokaler Polizeibeamter berichten zufolge einen Wanderarbeiter bei der Verhaftung erschossen hat. Eine sofortige unabhängige Untersuchung für den Fall. Das wäre natürlich gut für die Rechtsstaatlichkeit, ne? Aha. Ein bisschen Dingens oder die Sicherheit. Ja, dann machen wir mal hier, wegen der Rechtsstaatlichkeit. Das Bauxit ist angekommen, dann kannst du dafür wieder arbeiten. So. Stufe 3. Ja, vielleicht kriegen wir das noch bis dahin hin. Da hat er jetzt einfach... Oh, es fehlt Nahrung. Oh, okay. Das darf natürlich nicht sein. Nahrungsvorräte, das darf nicht zu wenig werden. So, da bauen wir da mal eine hin. Und noch ein zweites Nahrungsdepot, nenne ich es jetzt mal. Hier. So. Das passt. Die laufen jetzt erstmal hier überall rum. Ah, okay. Da ist ein Lager, aber dafür müssten wir... Truppen holen. Was? Okay, du passt. Theoretisch nur noch hier und dann ist in Ordnung. Exzellency. Bauxit, sehr schön. Umschulung. Das nehme ich. Ich glaube, warte, warst du Stufe 2 oder bist du der andere? Stufe 2 kannst du werden, du kannst Stufe 3 werden. Also könnte ich dich umschulen, weil dich brauche ich aktuell eigentlich nicht mehr. Und das ist ein bisschen günstiger, als den neu auszuheben. Bumm. Genau. Ich würde jetzt ungern dahin gehen. Dann gehe ich erstmal nach da hinten. Das passt. Und dann brauchen wir, wenn wir jetzt gerade ein böses Lager, nenne ich es jetzt mal, gefunden haben. Ja, da oben bringt es jetzt nicht zu bauen, das ist scheiße. Hört die Konservativen. Entweder hellblau, ja, könnte man machen. Grün, blau. Wobei, hellblau ist, glaube ich, hier ist ganz gut. Hier. Dann haben wir hier die Straße, die wir direkt schon gebaut haben. Ja, das können wir machen. Und dann sind wir in der Nähe davon, von diesem Camp da.
Gut. Balistan wäre ein mächtiger Verbündeter, wenn wir unsere Beziehung verlassen sollten. Das sollten Sie bedenken, Balistan. Okay. Die Situation mit dem ist angespannt. Ja, mit dem will ich auch eigentlich. Achso, ne, mit ihm wollte ich, ne? Moment, mit wem wollte ich jetzt, Homie? Warst du das nicht? Weißt du was? Du kannst hier kaufen. Ist okay. Wie hoch willst du denn die Meinung von denen haben? Okay, machen wir. Zur Not kaufen wir mal ein bisschen Öl ein. Und die Elektrogeräte ist okay. So. Hör mal, du hast doch eben gesagt, dass da ganz böse Rebellen wären. Das macht doch jetzt gerade keinen Sinn, dass die auf einmal weg sind. Haben sich jetzt ertappt gefühlt, oder wie? Na gut. Die liberale Zustimmung, wie gesagt, das glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Saba, das könnte noch... Oh, das könnte sogar funktionieren. So, Saba... Health. Habe ich da schon ein Krankenhaus? Habe ich... Krebsstation... halte ich für eine sehr gute Idee eigentlich. So. Dann können wir mal fragen, was die noch wollen. Steuerpolitik, da kann ich nichts machen. Sollte nicht regieren. Irgendjemand ist widerwärtig. Widerwärtig. Steuern. Steuern. Ja, was soll ich an den Steuern ändern? Wir sollten die Kulturpolitik des Ministeriums ändern. Okay, Moment. Innenminister. Da, Kultur. Ah, okay. Revisionismus, Unterhaltung und Zustände bis Henji. Konservativ. Konservativ halte ich, glaube ich, für eine ganz gute Lösung. Erhöht die Bildung. Ja, machen konservativ. Das ist okay. Aktuelle Beziehung. Ja, das ist dann. Das findet er gleich super. Einen Soldaten würde ich bald auch ausbilden, aber da wir da aktuell eigentlich gar keine großen Probleme haben, lasse ich es noch. Du wirst jetzt aber mal. Ich kann danach keine Straße bauen. Dann lasse ich das. Dann baue ich erst die Straße. Also dieser kleine Kackabschnitt, also wer das geografisch erfunden hat, ist doch mal einfach mal komplett daneben. Machen wir so. Ich soll doch Saba, ne? Genau, Saba bist du hier. Dieses Dorf fehlt. Alter, die erkennst du kaum. Aha. So, da haben wir dieses Dorf können wir auch mal anschließen. Das geht sehr leicht. Hier haben wir noch ein leichtes Dorf. Da auch. Wie viel haben wir noch an Geld? Ja, ein bisschen können wir da noch. So. Zumindest die recht günstig anzuschließen sind, sollten wir relativ zeitnah machen. Die können was teurer werden, alle. Das Dorf. Da haben wir schon echt viele Dörfer schon hier in unserem Netz drin, ne? Also im Prinzip fehlen jetzt nur diese
Abgeschiedenen. Ja, gut, da können wir mal uns drum kümmern, ne? So, zack. So, zwei. 12, 11. So. Kann ich da und da noch was bauen? Oh, hier habe ich noch ein Dorf. Okay, den habe ich schon. Hier habe ich noch ein Dorf. Irgendwie sehe ich das gerade ein bisschen nicht so gut. Hier habe ich noch ein Dorf. Das sollte die Zustimmung auf jeden Fall erhöhen. In ganz Besanji, wenn alle Dörfer über eine gewisse Infrastruktur, sage ich jetzt mal, verfügen, dass die wenigstens sich überall hin bewegen können, wenn sie wollen. Okay. Hat zwar viel Geld gekostet, sollte aber passen. Gut, du Landvermesser, dich kann ich gerade nicht benutzen, weil du müsstest noch ein Level abgegradet werden, damit ich dich benutzen darf. Also, dann könnte ich wieder neue Ressourcen finden. Die Vereinten Nationen verlangen, dass Besanji sich an internationalen Bemühungen beteiligt, die Folgen der Dürre in Balistan zu bekämpfen. Das sind Millionen? Okay. Diplomatischer Ruf wäre eigentlich gar nicht verkehrt. Ja. Aber die 100 hätte ich nicht gehabt. Das ist Quatsch. Sehr schön. Staatsbürgertest. Mach mal. Amnesie. Verbesserung der Luftsicherheit. Erweitertes Immigrantenvisum. Was haben wir jetzt? Sicherheit, öffentliche Sicherheit, konservative Zustimmung. Wir haben mit Sicherheit und öffentliche Sicherheit. Verbesserte Luftsicherheit. Wenn wir das geforscht haben, dann könnten wir offene Grenzen machen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Offene Grenzen bedeutet auch mehr Einwanderung. Erweitertes Tourismusvisa. Parade. Eine Hymne. Tag des Gebets. Momentan haben wir eigentlich nicht, ja, wir haben eigentlich ein Gesundheitsproblem, ne? Hymne überarbeiten. Könnte man eigentlich machen, ne? Weil wir sind ja eigentlich mehr liberal eingestellt. Bevor wir zu viel an den Menschenrechten, sag ich jetzt mal, hier im Land ändern. Das könnte eventuell ein bisschen einen bitteren Beigeschmack haben irgendwann. Also, ich bin da zwar für, aber man sollte es halt nicht übertreiben, alles auf einmal einzusetzen. Rechtsstaatlichkeit wollte der hoch. Eingeschränkten. Okay, wir könnten jetzt mal in der Zeit mal nochmal ganz kurz hier drauf sehen, wie sich unser Land verändert hat. Also der Wohlstand geht momentan ein bisschen runter. Gesundheit hier nur hoch und Rest. Bildungsgrad auf einem guten Weg. Illegale Einwanderer haben wir 2, 3. Okay. Die Konservativen sind, glaube ich, ein bisschen was gestiegen im Gegensatz zu denen. Aber wir auf jeden Fall wesentlich mehr Immigranten. Die Zahl haben wir erhöht. Okay. 38% momentan. Die Religiösen sind nicht so happy. Also an den Religiösen müssen wir arbeiten und an den ländlichen und das Gesundheitssystem. Und die Quarafi. Ja, aber die, gut, die sind immer ziemlich sauer. Also da kannst du machen, was du willst.
Da komme ich zuerst hin. Okay. Gesamtzufriedenheit in Saba. 38. Oh, das ist doch schon mal... Gucke mal. Oh. Da sind auch noch drei Dörfer. Puh, die haben wir eben übersehen. Aber die können wir gleich uns drum kümmern. Saba ist... Okay, Demografie. Budget, nein. Ich würde gerne Saba das haben, ne? Die Umwelt leidet. Sicherheit geht runter, Wohlstand geht runter, Unterhaltung geht runter, Bildung geht hoch und Gesundheit geht hoch. Okay, ich müsste eigentlich was für den Wohlstand tun, aber ich glaube... Nee, das passt. Ich hätte jetzt gerne noch das Bauxit erst. So. Weil dann brauche ich kein Bauxit mehr einhandeln. Dann produziere ich das selber. Und dann könnte ich sogar wahrscheinlich Bauxit exportieren. Machen die schon, okay. Meinetwegen können da noch mehr rein. Also ihr könnt so viele schicken, wie ihr wollt. Ihr werdet sowieso total viele uns rüberschicken. Ja. Du bist die Omi, die... Da, wo wir eigentlich gute Beziehungen mit haben wollen. Verstehe. Elektrogeräte müssten wir eigentlich als nächstes auch nochmal in Angriff nehmen. Aber das können wir zu entsprechender Zeit machen. Umwelt und Unterhaltung. Da... Ein Garten. Weil bei dem war das ja nicht so geil, gerade die Umwelt. Da müssen wir uns ein bisschen dran drum kümmern. Okay. So, der Geheimdienst. Ihr verlangt nach Unterhaltungselektronik. Das ist ja nicht so schlimm. Das können wir ja relativ leicht liefern. Du kannst jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Der Geistliche trifft einen alten Freund, der inzwischen großen Erfolg als Geschäftsmann erlangt hat. Trotz seines Wohlstandes und seiner Macht ist der Freund zutiefst deprimiert. Sobald man genug Geld hat, um seine Grundbedürfnisse zu sichern, führt jeder Zugewinn nur noch in eine Tretmühle, die uns gieriger werden lässt. Je mehr Reichtum wir anhäufen, desto weiter entfernen wir uns voneinander. Wir sind nicht mehr auf andere angewiesen, wie wir es in der Armut waren. Okay. Der Geistliche fragt ihn, warum er im Angesicht solchen Unglücks sein Geld nicht einfach weggebe. Es ist ein Fluch, antwortet dieser. Das Einzige, was noch schlimmer ist als das Unglück, das mir dieses Geld gebracht hat, ist die lähmende Furcht, dass noch unglücklicher wäre, wenn ich es wieder verlieren würde. Dem Geistlichen fallen die vielen Momente des Glücks wieder ein, die er bei so vielen gesehen hat. Die so viel weniger hatten. Okay. Inspiriert von diesem Gespräch führte das Dekret der Bescheidenheit ein. Okay. Du bist doch da, ne? Okay, so. Dann haben wir das. Wir haben jetzt noch einen Punkt, den wir machen können. Ich glaube, ich habe zwei von denen gebaut, ne? Wo ist schon das zweite hin platziert? Das weiß ich gerade gar nicht. Wir können ihn abreißen. Ich glaube, wir haben keine Verkehrsprobleme. Dann können wir... Also ich müsste demnächst hier mal in die Richtung... hier in die Richtung gehen. Oder das hier. Wobei ich glaube, ich das hier eher... Na, obwohl ich... Ist eigentlich beides vollkommen egal. Weil das handelt ich gerade ein. Andererseits produziere ich das ein bisschen, ne?
und exportiere es. Okay. So, wie viel Geld machen wir? Auch relativ viel. Dann können wir noch hingehen und uns angucken, wie wir... Kriegen wir das günstiger hin? So. Noch zumindest die drei Dörfer da anschließen. Exzellenz. Gewisse extreme Liberale und Fundamentalisten fordern die Familie auf, ihre Kinder nicht impfen zu lassen. Oh, das ist jetzt genau so ein Thema, ne? Perfekte Zeit für. Sie argumentieren mit falschen Studien, die von Pseudo-Intellektuellen bestätigt werden. Aber dieses Vorgehen könnte die öffentliche Gesundheit in Besenji gefährden, wenn dies weiterhin zugelassen wird. Das ist leider jetzt auf Englisch. Die Rechte dieser Impfer akzeptieren, was die Aufklärungskampagne fürs Impfen finanzieren. Ja, wir machen eine Aufklärungskampagne. Ich will jetzt niemanden dazu zwingen. Gesamtzufriedenheit haben wir geschafft. Ich glaube, hätten wir das jetzt gerade nicht gemacht, dieses Ding akzeptiert, so hätte das nicht so funktioniert. Maulwürfe, Aufklärung. 1 Reichweite, Sonderleistung für Veteranen, Zwangsumsiedlung. Wehrpflicht brauche ich nicht. Helikopter, Angriffsreichweite. Helikopter verwende ich eigentlich ganz gerne. Bodenlaser ist eigentlich ganz nett. Aber ich werde erstmal die Aufklärungsausbildung machen. Ist okay. So. Jetzt noch die US-Botschaft. Das Ding ist scheiße platziert. Da müssen wir irgendwie mal was gucken für Grauzone, Folter genehmigen, liberale Zustimmung. Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir mehr Spionage bekommen? Entwicklung wohl kaum. Innen. Innen könnte es sein. Nee. Wahrscheinlich dann Außen oder Justiz. Justiz könnte ich mir vorstellen. Rechtsstaatlichkeit. Okay. Öffentliche Sicherheit und Korruption. Rechtsstaatlichkeit und Korruption geht runter, ne? Polizeigewalt, Ausnahmezustand, bürokratische Überwachung. Kostet mich 3 mehr. Machen wir. Ich überlege auch die Rechte, das hier zu machen, ja. Gerechte Justiz muss sein. Wir wollen ja ein einigermaßen vernünftiger Staat werden. Aber hier... Das glaube ich nicht, dass ich das so schnell schaffe. Staudämme öffnen, CO2-Markt. Bauxit und Uran. Gefällt mir eigentlich... Wasserenergie könnten wir demnächst mal machen. Die ressourcenproduzierten Baukosten steigen um 50% und der Wohlstand sinkt. Nee, der Wohlstand sinken hilft mir null. Ich würde sagen, Minen ausbeuten. Liberal wollen wir noch hier steigern. Und dann diese Runde ist die letzte Runde, die ich mache. Ethnische, okay. Es gibt viele Staus, okay. Das ist halt etwas, worum wir uns kümmern können. Ich vermute mal hier. Upgrade. Hier geht's wieder. Das ist einfach nur diese Strecke. Okay. Das ist okay. Darüber kann man... Da kann man sich drum kümmern. Okay, so. Ja. Okay, verstehe.
So, jetzt mal kurz nochmal Nahrung reingucken. 133. Ja, da müssen wir eigentlich nochmal nachrüsten. Agrarflächen, aber diesmal hier hinten. Religiöse Stätte. Der Geistliche besucht ein armes Dorf und hört die Geschichte von Jilal Morad, einem Hirten, der im letzten Jahr eine beträchtliche Summe in der staatlichen Lotterie gewonnen hat. Von dem Gewinn hätte er gut bis zum Ende seines Lebens leben können. Doch er teilte ihn lieber gerecht unter allen Dorfbewohnern auf. Durch das tausendfache Teilen hat das Geld das Leben des einzelnen Dorfbewohners kaum verbessert. Der einzelnen Dorfbewohner. Brachte aber allen einen Augenblick des Glückes. Als der Kleriker mit Jilal sprach und ihn fragte, warum er das getan hatte, antwortete er: Mein Gewinn hat bedeutet, dass viele andere verloren haben. Der alte Glaube besagt, dass die Tugend der Selbstlosigkeit am härtesten auf die Probe gestellt wird, wenn wir am meisten zu verlieren haben. Also wusste ich sofort, dass ich den Wohlstand mit allen teilen musste. Inspiriert von dieser Geschichte führte der Geistliche das diskrete Minimalismus ein. Okay. Da müssen wir aber kurz noch... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das... Ja. Die Städte müssen wir verbinden. Ich weiß gerade gar nicht... Führt das eigentlich gerade dazu, dass die Religiösen mich mehr mögen? Nee, ne? Moment. Demografie. Sehe ich irgendwo... Hm, 40% ist halt noch nicht genug. Tourismusdaten. Das ist eigentlich ganz nett. Niedrige Rechtsstaatlichkeit, Kriegsgefahr im Krieg. Mit wem? Angespannt, ne? Hm. Ich könnte mal von denen Gold kaufen. Um damit eins von den zwei Sachen herzustellen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dann könnte man so ein bisschen besser Freunde werden. Rechtsstaatlichkeit auf 3 verbessern mit ihm. Wie viel Zeit habe ich noch dafür? 3 Monate. Da habe ich aber eigentlich relativ viel für getan. Trend 5. Ich wollte gerade sagen, also... Die Rechtsstaatlichkeit hängt von unseren Aktivitäten für Immigranten und Touristen ab. Fällt dieser Wert, reisen weniger Leute nach Besenji, da sie Korruption oder Schlimmeres fürchten. Bei einem höheren Wert ist das Land bei beiden für beide interessant. In Besenji geschieht nichts, ohne dass der glorreiche Anführer, die mächtige Elite davon profitieren. Andere Länder wollen keine Geschäfte mit ihnen machen. Okay, gehen wir mal kurz durch. Diplomatischer Einfluss steht in direkter Verbindung zur Loyalität unser aus dem Ausland stammender Bürger. Ein hoher Wert steigert die Zustimmung, wenn wir aber international als Schurkenstaat gelten, wird es sehr viel schwieriger für sie, ihren Aufenthalt hier zu rechtfertigen, um eine gute Beziehung zu ihrem Heimatland aufrechtzuerhalten. Machtloser Teilnehmer. Wir nehmen an zahlreichen Ausschüssen und Regionalgruppen teil, aber unsere Stimme wird meistens von den Lauteren überhört. Sicherheit. Internationale Sicherheit hängt von der Zahl der aufständischen Rebellen ab, die in Besenji auftauchen. Wenn die Menschen unglücklich sind, ein niedriger Wert führt zu mehr Rebellen, ein höherer behindert die Rebellenrekrutierung. Unterstützend. Besenji unternimmt große Anstrengungen, um seine Grenzen zu schützen und die Bedrohung des internationalen Terrorismus einzudämmen. Dennoch kann noch mehr getan werden, indem man anderen Nationen in Schwierigkeiten materielle Unterstützung bietet. Ach, das könnten wir natürlich machen. Aber eigentlich haben wir gerade zu wenig Aktionspunkte, damit sich das funktioniert. Und der Klimawandel. Ja, gut, den englischen Teil könnt ihr selber lesen. Schwacher Teilnehmer. Unser Land hat zwar die meisten internationalen Umweltrichtlinien und Vorgaben unterzeichnet, aber hält sie nur selten sich daran. Gleichgesinnte Nation, okay. Oh, apropos, fällt mir gerade ein. Ah, okay.
Wir brauchen diplomatischen Einfluss. Das findet er klasse. Kommen wir da eigentlich hin in die Richtung? Nee, das verbessert sich nicht. Nur der diplomatische Ruf verbessert sich. Die Rechtsstaatlichkeit, da sind wir gerade richtig gut am Abgehen. Nur die Geheimdienst-Grauzonen sind nicht so gut. Aber da könnte man eigentlich dann auch ein bisschen was drauf verzichten. Dann könnte ich hier doch, ja, das ist okay. Weil so hoch brauche ich das noch gar nicht. Dann könnte ich hier die Folter genehmigen, ne? Kann ich jetzt aber gerade nicht reinsehen, okay. Verstehe. Geld brauchen wir gerade keins. Dann behalte ich mir gerade nämlich diese Gefallen noch auf. Liberale Zustimmung. Ja, die kriege ich nicht höher. Also das... er hier, den... Das ist eins der Provinzen, wo es den Leuten eigentlich wirklich gut geht. Und die sind einfach nicht zufrieden. Das ist einfach unverschämt, ne? Das Einzige, was man sagen könnte, okay, die Gesundheit ein bisschen. Aber... Da habe ich Schlimmere, ne? Dann habe ich jetzt hier mit dem Blauen und dem hier so ein bisschen mehr zu kämpfen. Na gut. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.